Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Wir befinden uns gerade auf dem Franz-Josef-Strauch-Flughafen in München und wir haben heute die Aufgabe, ein paar sonnendurstige Touristen nach Kreta zu fliegen. Dieser Flug wurde sich in den Kommentaren gewünscht und deswegen habe ich einfach gesagt, okay. Passt perfekt zu unserer Weltumrundung, die wir zurzeit fliegen. Deshalb fliegen wir heute mit dem Paradiesvogel von TUI von München nach Kreta, genauer gesagt nach Heraklion. Und wir beginnen direkt mit den Flugvorbereitungen, denn wir stehen hier noch im Golden Duck State an einem relativ abgeschotteten Bereich. Hier sind die ganzen Gates für die ganzen Flieger, die hier stehen. Und wir stehen hier an einer etwas kleineren Position. Nicht zwischen den ganzen großen Maschinen. Okay, würde ich sagen, gehen wir direkt ins Cockpit. Holen schon mal das Ground Handling. Catering, Stairways, Fuel, ein Van, Neoplan, ein Loader und keine Limousine. Also machen wir schon mal die Türen auf, denn das geht jetzt nach dem neuesten Update dieser Maschine. Man kann hier auch die Overwing Doors öffnen. Das seht ihr hier. Aber wir machen ihn wieder zu. Und ja. So, ganz kurz die Checkliste raussuchen. Da ist sie. Okay. Battery on. Standby Power ist. Du kommst auf Battery, du kommst auf Ground Power Connect. Ihr seid an. So. So, APU Start. Und in der Zeit können wir noch ein paar Einstellungen für die Maschine treffen. So, Split. LED und ein HUD. Danach Resim. Kommst du erstmal auf Short. So. Hardware, du kommst auf Your. HPA. So, die APU fährt hoch und das finde ich jetzt auch sehr cool. Ihr seht hier wirklich auch den heißen Strahl, der bei der APU hinten rauskommt. Und das finde ich auch wirklich sehr, 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 sehr cool. Okay, irgendwie sind die Türen alle noch zu, obwohl ich sie doch eigentlich geöffnet hatte. Durch. Jetzt sind sie auf, genau.
So, was haben wir noch zu tun? So, die Fuel Pump ist on. So, Flight Level. Wir fliegen Flight Level 350. Three five zero. Danach Flight Level haben wir APU Bleed on, Trim Air on, IRS Selectors left and right auf NAV. So, FMC Position Init EDDM. Wir stehen auf Pussy. Nach Geld brauchen wir gar nicht. So. Root. EDDM nach LGIR. Wir starten über die Runway 26 right. Unsere Flight Number auf dem heutigen Flug ist TUI 1845. So. Departure and Arrival. Departure. Runway 26 right. Auf. Turb. 5. N. Passt. So. Immer den, die Patschen. So, root. Next page. Turbo. Ich mache mir das hier oben ein bisschen größer. Komm her. So. Okay, Turbo. Als nächstes geht's zur Y107. Genau. Nach RTT. Danach geht es dahin direkt nach Birgi. Birgi. Von Birgi aus geht es dann direkt zu Deza. Von Deza geht es dann direkt zu Badob. Von Badob geht es dann aus direkt nach Busa. Busa. Und von da aus geht es dann direkt zu Nostu. Und von Nostu geht es dann über die UL612. UL612 nach TRL. TRL. Von TRL geht es dann über die UJ65. UJ65. Nach Barbes. Und das ist der letzte Punkt auf unserer Route. Activate, execute, passt. So, Performance Init Page. Fuel haben wir auf der heutigen Route 11 Tonnen. Und ein Payload von 17,9. Zero Fuel Weight passt auch. Genau. Jetzt beginnen wir hier runter. Drücken den Knopf. Reserves haben wir 1,2.
Kostindex 5858. Und Cruising Altitude Flight Level 350. Wind 285038. Temperatur haben wir schöne 16 Grad. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen kühl. Das könnte gut sein. Execute. N1-Limits, die 16 Grad setzen wir rein. Lassen den vollen Schub, den wir haben. Flaps 5. Trim ist 5,30. So passt. V1, V-Rotate, V2. Okay. So. So, Departure and Arrival. Arrival. Wir landen auf der Runway 27 über den Punkt Bave 1A. Execute. So, jetzt gehen wir mal ins Mainboard, schalten hier die Warnungen aus. So, drehen jetzt hier 160 ein. Cruising Altitude Flight Level 350. Flight Director left on, Flight Director right on, Auto Thrust on, VNF LNAV, RTO, QNH, HPA. Zehn, neun. So, jetzt ist er auf 200. So, 200. So, einmal hier die ganze Background-Beleuchtung und alles Mögliche noch an. So, dich hier auch noch an. So, das ist auch das Flutlight on, das Panel-Light on, hier hinten das Licht noch an. Und hier hat sich auch noch ein Schalter versteckt, dich auch noch an. So, Lights on. Overhead Panel. Your Damper on. Fuel Pumps. All on. Hydraulic Pumps. All on. APU Engine on. Beacon Light on, Packs sind off, Better Pushback machen wir gleich, dann machen wir erstmal ganz kurz Home, Doors, alle Türen sind schon geschlossen, perfekt, Ground Land Handling, machen wir es auf die schnelle Variante, Hide All. So, Better Pushback. Wo
vorplanen. Selbst hier sieht man den Abgasstrahl von der Turbine. Ich weiß nicht, ob ihr den dann im Video seht. Man sieht ja, wenn man so mit der Dings drüber geht, das ist ein Abgasstrahl. So. Noch ein bisschen weiter nach hinten. Perfekt. Enter. Natürlich rufen wir sie dann. Pushback kann man noch nicht starten. Doch, kann man. Wir können ja schon mal holen. Better Pushback Start zu. Da wir jetzt Saft über die Dings nehmen. Kann man die ausschalten. Ground Handling. Kann man sie erstmal disconnecten. So, damit ist sie weg. Die GPU. Beacon on packs off. Better push bekommt. Engine start auf ground. Mach mal gleich. So. Wir können uns aber schon einmal das FMC für den Follow Me holen und sagen, wir wollen zur 26 right. Bitte fahre uns dorthin. Schön, wie du auf mich wartest. Okay, ich bin auch bereit. Bitte verbinden Sie ihn. Es ruckelt gerade übertrieben dolle. Nun ja. Gut, Fuel haben wir gemacht. So, auf Summer Fit haben wir Master Caution, haben wir Disengaged. Haben wir Q&H haben wir auch. Decision Hate haben wir auch. APU Generator ist, haben wir auch. On Packs and Off. Gut, dann steht das nächste ist der Engine Start an. Wir können uns in der Zeit ja schon mal so ein bisschen umschauen. Okay, also mit einer kleinen Cessna, bei diesen Wetterbedingungen. Das kann man machen. Ist aber nicht gerade schlau. Noch A320 und 21. Ja, ist ein A321 der Turkish Airlines. Park Break Off. Okay, Triebwerke frei zum Anlassen. Das heißt, du auf Ground. Und jetzt warten wir, bis die Anzeige hochgefahren ist. Wenn wir jetzt dann zum Flughafen von Heraklion fliegen, müssen wir darauf achten, wir werden über Wasser anfliegen. Also, es wird wahrscheinlich ein schöner Anflug, so wie St. Martin, aber wir werden halt wirklich direkt übers Wasser anfliegen und werden davor keinen
Also wir werden davon Turn fliegen, aber wir werden das manuell fliegen, den Anflug. Ich hoffe, das Wetter ist jetzt einigermaßen gut in Heraklion. Es sieht eigentlich relativ wolkenlos aus, nicht so wie hier. Schön wär's. Ja. So, du kommst auf Dings. So. Starting Engine One. So, jetzt hier euch zwei noch mit anschalten. Kann man die Packs so wieder einschalten? Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. So, Packs on APU Bleed. Den schon mal erstmal. Schlepper wird getrennt. Einen kleinen Moment bitte. So, APU bleed off, engine bleed on, APU off. Switch off on ground power of engine 1. Die Taxi Lights schalten wir dann ein. So, das habe ich jetzt ganz vergessen, habe ich nur gerade eben gesehen, aus Zufall. Wir können aber die Türe wieder schließen. Ich finde hier die Tropifrutti-Lackierung auf der 737 echt schön. So. Er fährt rüber. Der Schlepper wurde entfernt. Der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt's von der linken Seite. Einen angenehmen Flug. Tschüss. Dankeschön. Meine Turn-off-Lights on, Taxi-Light on. Flaps 5. Ganz kurz gucken. 1, 2. So. Ich glaube, der liegt jetzt noch auf der 2. 3, genau. So, Freizeichen jetzt von der linken Seite. Park Break Off. Und wir geben langsam Schub, da ist das Zeichen. Und da sind auch die Gearpins. Das heißt, wir können abrollen. So. Da ist der Follow Me.
Sieht doch wirklich. Kriegt man da kleine Sommergefühle und vielleicht ein bisschen Appetit, wer weiß. Bei der Lackierung. So, also, ihr könnt gerne, wenn ihr Wünsche habt für Flugziele, zu denen wir fliegen können, dann könnt ihr die gerne mit in die Kommentare schreiben, so wie der Kommentarschreiber, der sich diesen Flug gewünscht hat. Entschuldige, wenn du das Video siehst, ich habe deinen Namen gerade vergessen, tut mir echt leid, aber ich habe mich die ganze Zeit auf den Flug auch jetzt gefreut und ja. Bisschen bremsen. Wir wollen ja nicht der Maschine jetzt den Rollweg versauen. Und sonst kommen nämlich beide nicht weiter. Also wie gesagt, wenn ihr da Flugwünsche habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich guck mal, ob ich da was machen kann. Und wenn ihr Glück habt, landet euer Flug genauso wie der hier mit in der Weltumrundung. Im letzten Flug sind wir ja mit der Boeing 747-8, der Lufthansa, dem Siegerflieger, sind wir ja nach... sind wir ja von Sao Paulo aus nach München geflogen. War auch ein schöner Flug und ein sehr langer Flug, 11 Stunden waren es. Aber ja, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das gerne angucken. Es ist auch sehr schön geworden. So. Das war auch wirklich ein schöner Flug und jetzt geht's halt weiter. Heraklion und von da aus geht's dann weiter. Mal gucken, von wohin. Ihr könnt mir gerne eine Route in die Kommentare schreiben, die ab Heraklion geht, die ihr gerne fliegen wollt. Und ja, wir werden dann, Entschuldigung, ich werde dann die Route mitfliegen. Oh. Ja, wir werden dann die Route mit. Ich werde dann die Route fliegen. Und es sollen bitte keine Langstreckenflüge sein. Denn ich möchte versuchen, hier bei dieser Weltumrundung, da ist es ja im Prinzip einfach, Langstrecke zu fliegen von München bis nach Sydney und dann von Sydney bis nach San Francisco und von San Francisco nach Orlando. Dann ist die Weltumrundung auch zu Ende. Aber ich will eine Weltumrundung so fliegen, dass wir relativ kurze Strecken haben und dabei dann aber auch viel von der Welt sehen. Und ja, wenn ihr da einen Wunsch habt, wo wir hinfliegen können, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde mir das dann angucken und wie gesagt, vielleicht kommt dann euer Flug auch mit in die Weltumrundung. Genau. Ich bin jetzt lange nicht mehr geflogen und deswegen bin ich jetzt, was das Lenken angeht mit der 737 so ein bisschen, nicht aus Erfahrung, aber so hier oder aus der Übung. Ich lenke halt einfach nur viel, 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 viel zu stark. So. Jetzt die Straße entlang. Also Straße, boah, mit dem Rollweg entlang bis hinter.
Das FMC-Car brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das heißt, er könnte jetzt beiseite fahren. So, hier drüben steht noch ein CRJ, ich glaube 200 ist es, und hier steht noch ADAC und Bundespolizei Helikopter. Genau. So, und wir brauchen hier gleich ein Follow-Me-Car. Also entweder er fährt noch ein bisschen schneller oder er fährt ganz woanders hin. So, es kam jetzt wahrscheinlich ein neues Update für X-Plane 11, und da sieht man sofort, dass die Wettertexturen, also ich weiß jetzt hier von Regen auf der Fahrbahn, dass das nicht mal alles hinten so rausgeschossen kommt, sondern dass, wenn du jetzt Gas gibst, dass sich hier hinten so sammelt und dann hier hinten weggeweht wird. Und was ich jetzt auch noch gesehen habe, ich weiß nicht, ob das bei jedem Flieger jetzt so ist. Es wäre natürlich verdammt geil. Oder ob das jetzt ja nur bei der Cibo 737 ist. Bei solchem Wetter, wie wir es jetzt zurzeit haben, kann es dazu kommen, dass sich beim Start in den Triebwerken, innen drinne, wie eine Art Nebel oder wie eine Wolke bildet. Das kennt ihr bestimmt von Videos, wenn dann so da diese weiße Luft, das ist nicht weiße Luft, wenn dann hier so der weiße Nebel oder so in den Triebwerken sich sammelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Flieger ist oder ob das nur bei der Cibo 737 ist. Es wäre natürlich geil, wenn es bei jedem Flieger ist. Und vielleicht haben wir Glück und wir sehen das jetzt sogar. So, ein bisschen bremsen, damit wir mal eine Kurve schaffen, die gut aussieht. Taxi Light Runway Turn of Light habe ich an, genau. Ich finde den Flieger so schön, ich will ihn mir eigentlich nur von außen angucken. So, LED Landing Lights on. So, Strobe and Steady. Ja, bei dem Nebel ist es natürlich echt schwer zu sehen, ob jetzt hier irgendwas durch die Wolken hindurchkommt, irgendwie eine Maschine. Ja, Digga, wenn du auf dem... Bleib dann ja... Fahr daran Rand. Meine Güte. Aha, und warum nicht gleich so? Danke fürs Herbringen. So, 26 right, sieht gut aus. Scheint nichts anzufliegen, das heißt, wir rollen auf die Runway. Approaching 26 right. Strobe lights on. Okay, wir machen gleich einen Rolling Takeoff. On runway 26 right. Genau das meine ich. Und das sieht wirklich sehr, sehr, sehr genial aus. So, jetzt auf den Takeoff konzentrieren. V1, V1.
Rotate. Gear up. Autopilot one on. So, können wir schon mal eine Das war jetzt unsere Willkommensansage. So, 3000. Das heißt, when we turn off lights off, taxi light off. Gut. So, wir steigen wieder. Flaps Zero. So, ich will wenigstens jetzt noch über die Wolkendecke kommen und danach gibt es dann wieder einen schönen Zeitraffer und schöne Videoaufnahmen. Wie wir schon aus den letzten Flügen kennen, auch aus dem 747 Flug, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare mit Hashtag Timelapse und ja. So, Standard, gut, da oben ist der blaue Wolkenhimmel. Ist der blaue Himmel. So, und damit ist der Paradiesvogel über den Wolken. So, was ich jetzt noch gar nicht gecheckt habe, haben wir denn überhaupt Flight Plan Discontinuities. Genau, ja, genau. So, RB27. So, wir können jetzt, wir sind jetzt zwar schon in der Luft, aber wir können uns ja trotzdem erst dann schon mal den Flugplan anschauen. Das ist jetzt unser nächster Wegpunkt. Gut, wir fliegen dann jetzt hier runter.
Okay. Also wir werden jetzt hier einen Turn fliegen und danach vorbei. Gut, den Turn werden wir aber manuell fliegen. Weil, wie gesagt, Heraklion auf der Runway 27, auf der wir landen, keinen ILS-Anflug hat. Und ist auch mal schön, ein bisschen manuell zu fliegen, weil das wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Anflug ist in Heraklion. Und ja, das ist einfach nur wirklich, ich glaube, einer der schönsten Anflüge, mit die ich so kenne, weil du halt direkt übers Wasser anfliegst. So, Landing können wir erst wieder ausschalten. So, weil du halt direkt übers Wasser anfliegst, ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Anflug. So. Oben passt alles. So. So, ich zeige euch jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen, die wir so machen werden. Und ich melde mich dann wieder, wenn wir dann wieder im Anflug sind auf Heraklion, hier mit diesem wundervollen Paradiesvogel.